witterungsunabhängig und manchmal direkt vor der eigenen Haustür. Ich habe 3 Tipps für euch für coole Aktionen bei allen Temperaturen. Also, einerseits geht es zum Teamduell, andererseits zeige ich euch, wo sich der Winter doch noch ein bisschen versteckt und los geht's mit was Olympischem. Das ist ein Eisstöckchen, braucht man für Leckerli. Das, nicht zu verwechseln, ist ein Eisstock und den braucht man zum Eisstockschießen. Diese Volkssportart kommt wahrscheinlich aus dem 13. Jahrhundert und zwar aus Skandinavien. Eisstockschießen war übrigens schon 1936 in Garmisch-Partenkirchen und 1964 in Innsbruck olympische Demonstrationssportart. Aber, und jetzt kommt's, erst 2026 in Mailand wird Eisstockschießen tatsächlich olympisch. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin jetzt aber nicht in irgendeinem Olympiastützpunkt, sondern im Elbegarten direkt am Blauen Wunder in Dresden. Und Andreas Wünscher hatte die Idee mit dieser Eisbahn. Jawohl. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, da haben wir uns vor vielen Jahren schon mal darüber überlegt, was machen wir mit unseren Leuten, wie kriegen wir die über den Winter, wir wollen die beschäftigen. Und da kam uns die Idee mit der Eisbahn, waren wir mal in Bayern, da haben wir das schon gesehen. Ja. Und da haben wir kam die Idee und Corona hat das dann alles ein bisschen verschnellert und seit Vorjahr, 5.11. ist die Bahn in Betrieb. Jetzt reden wir die ganze Zeit ganz selbstverständlich von einer Eisbahn. Eine Eisbahn ist es ja aber eigentlich gar nicht. Was ist es denn? Nee, das ist Kunststoff. Also wir sind völlig wetterunabhängig. Und das macht es natürlich auch bei den momentanen Klimaveränderungen, ist das natürlich cool. Ja, wir können das auch überdachen und so weiter. Und so haben wir immer 3 Monate oder 5 Monate können wir auf der Eisstockbahn spielen. Wie wird es denn angenommen? Ich sehe, die Damen da drüben haben offensichtlich richtig viel Spaß. Wie seid ihr ausgebucht? Wir sind sehr zufrieden. Und freuen uns natürlich auch, wenn jetzt im Februar noch ein bisschen was wird, das sind Ferien, da warten wir mal ab, dass noch ein paar Familien mit Kindern kommen. Aber wir sind ganz gut gebucht. Wo geht's preislich los? Preislich geht's los im Moment bei 65 Euro die Stunde, die Bahn. Und im Gruppenevent liegen wir natürlich etwas drüber mit Speisen und Getränken. Da gehen wir bei 20 Personen so bei 600, 650 Euro los. Aber da ist eben auch alles komplett drin. Wer ist denn jetzt eigentlich auf die Idee gekommen, hierher zu gehen und heute Eisstockschießen zu machen? Ich würde sagen, Sie. Warum? Outdoor-Aktivität und hinterher wollen wir noch schön essen gehen. Entsprechend haben wir es dann gebucht. Also wir haben euch ja ein bisschen zugeguckt. Wir haben in lächelnde Gesichter geschaut. Macht Spaß? Ja. Was ist denn das, was euch am meisten Spaß macht jetzt hier dran? Also zum einen passt das Wetter ja. Ne? Wir haben heute ja mal einen Winter. Perfekt. Auf einmal so. Und dass es uns nicht nur warm wird wegen dem Sport, haben wir auch noch Glühwein. Das ist auch gut. Und wir haben mal eine schöne Zeit außerhalb von der Arbeit. Und auch das muss mal sein. Die nächsten Gäste warten schon und die Mädels haben es gezeigt. Also Eisstockschießen macht sogar ohne richtiges Eis richtig Spaß. Das war der erste von 3 Tipps für einen Winter, der eigentlich, naja, ein unsicherer Geselle ist. Wie sieht's denn aus? Habt ihr es schon mal probiert? Wäre das was für euch? Oder wie vertreibt ihr euch die Zeit, wenn Väterchen Frost sich bitten lässt? Schreibt's uns gerne in die Kommentare. Nächsten Tipp gibt's gleich. So Leute, nach der Entspannung packe ich jetzt mal eine Schippe drauf. Wie wäre es denn statt Schneeballschlacht mit Teamduell? Von außen recht unscheinbar. Aber von innen verspricht das Teamduell in Leipzig Spannung, Spaß und jede Menge Action. Ich bin echt gespannt, was mich hier erwartet. Und Sie, nämlich Lucy, wird's mir verraten. Also, wie funktioniert das Teamduell? Ja, dich erwarten jetzt bei uns 13 verschiedene Spiele aus verschiedenen Bereichen. Du hast Wissensspiele, Geschicklichkeit, Merkfähigkeit und auch leichter Sport. Auf geht's. Los zum ersten Spiel. Was muss ich machen? Es geht ums Merken. Du darfst dir das jetzt einmal einprägen und danach verschwindet dieses Bild wieder und dann musst du es nachbauen. Fertig! Erster Punkt! Los! Gutes Spiel. Aha, Buzzer. Norwegen. Ja! Seid ihr gegönnt? Lucy, wir sind in der Theke.
In einer Theke, genau. Wir spielen jetzt hier Erschütteln. Aha, also das, was wir hier sehen, ist da drin. Genau, aber es gibt mehr Gläser, als du tatsächlich am Ende zuordnen musst. Auf die Plätze, fertig, los. Ich würde sagen, gutes Spiel. Ich würde sagen, habe ich verdient. Ich habe mich mal bei den Nachbarn reingeschlichen, um mal zu fragen, wie die es denn so finden. So, ihr müsst gerade zugucken, wie läuft es denn so beim Teamduell? Ja, leider sind wir hinten dran. Ja? Die anderen Bereiche haben wir gut gemeistert, aber das ist jetzt nicht gerade unsere Stärke. Ja, geht's euch wie mir. Ich bin auch gerade hinten dran. Aber was macht am meisten Spaß? Eigentlich das gegenseitige Anstacheln. Empfehlung? Kann man machen? Ja, auf jeden Fall. Das muss man machen. Sehr kurzweilig auf jeden Fall. Toi, toi, toi. Letztes Spiel. Ach du. Wenn ich was nicht kann, dann ist es Basketball. Ich würde sagen, das finden wir jetzt raus. Kommen wir vorher noch schnell zu den Fragen, was kostet's? Wir haben gestaffelte Preise. Das heißt, je größer ein Duell, desto günstiger ist die einzelne Person, aber ab 30 Euro bis maximal 35 Euro pro Person. Und wie lange braucht man so für einen Durchlauf in etwa? Wie lange ist man beschäftigt? Also wir haben einen Richtwert von 2,5 Stunden. Auf die Plätze, fertig, los. Habt ihr noch einen Tipp für Indoor-Spiele? Wenn es draußen schmuddelt, dann schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Oh. Schade. Du hast es dir verdient. War ein gutes Spiel. So. Schön, ich sag herzlichen Glückwunsch. War schön. Ich habe einen Pokal, aber verdient habe ich nicht so richtig. Ich hatte keine Chance gegen dich, Lucy. Vielen lieben Dank. Das hat Spaß gemacht. Und deswegen auch absolut zwei Daumen hoch für Spannung, Spaß und Action, witterungsunabhängig, Indoor. Geht immer, egal wie der Winter wird. Ciao! Drei Tipps zum Winter hatte ich euch versprochen und hier kommt der letzte. Das hier ist das Schloss Wurzen, ein fantastischer Kasten. Und genau hier versteckt er sich, der Winter. Der Winter ist doch echt ein launischer Geselle. Erst zeigt er ordentlich die Zähne, dann macht er einen kompletten Rückzieher und versteckt sich. Aber wenn man den Lutherweg langkommt nach Wurzen, dann kann man ihn finden. Und zwar hier im Schloss. Und was hat ein Schloss jetzt mit dem Winter zu tun? Der Typ will uns aufs Glatteis führen. Genau das. ~350 Quadratmeter Eisfläche. Dazu Schlittschuhverleih, das jeden Tag bis Ende Februar. Ein kleines Winterparadies. So, jetzt wollen wir natürlich wissen, wer hat sich das denn alles einfallen lassen? Und zwar war es er hier. Der Schlossherr, Ronny Wedekind. Hallo. Hi, wie kommt man auf so eine Idee, hier einfach in den Schlosshof eine Eisbahn reinzubauen? Naja, wir haben einen guten Freund und der gute Freund, der vermietet solche Eisbahnen und der hat dieses Jahr aufgrund der hohen Energiepreise ein großes Problem mit dem Absatzmarkt gehabt und da hat er gesagt, Mensch, wie sieht's denn aus, habt ihr nicht Bock, sowas mal reinzubauen? Und da haben wir erst mal ein bisschen eine Weile rumphilosophiert, wie kriegen wir denn überhaupt die Eisbahn hier in die Unebenheit hinein und ihr habt's gelöst, und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, machen wir. Nun befürchtet wahrscheinlich der eine oder die andere bei den Energiepreisen, das kostet ja 20 Euro, um auf dem Ding zu fahren oder sich Schlittschuhe auszuleihen. Ist aber nicht so. Erzähl mal, was muss ich berappen? Tagesticket von Erwachsenen 7 Euro, Kind 5 Euro und 4 Euro der Eisleihgebühr für die Schlittschuhe. Also so toll ist es nicht. Man kann den ganzen Tag Spaß haben. Man kann auch noch ein bisschen was essen dazu, trinken. Und man hat hier wirklich einen schönen Tag. Schon ein paar blaue Flecke? Wisst ihr schon, ja. Öfters schon hier gewesen. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Aber okay. Ja, wenn man hinfällt, dann ist es so. Aber ansonsten, stehen wir wieder auf und dann gibt es einen Glühwein und dann ist alles wieder schicki. Glühwein? Auch eine sehr gute Idee.
Ja, du machst das auch richtig gut. Ich habe vorhin schon zugeguckt. Also du machst das nicht das erste Mal heute hier. Nee. Wie oft bist du hier in etwa? Also am Tag bestimmt mindestens eine halbe Stunde. Wow! Scheint Spaß zu machen. Viel Spaß! Ja. Bischof Johann VI. Von Salhausen ließ sich dieses Schloss als Wohnschloss bauen. Zwei mächtige Türme, Schlossgraben, das alles für die damalige Zeit totschick und topmodern. Zum Beispiel hier Zellengewölbe, bisschen wie in der Albrechtsburg in Meißen. Und auch heute kann man sich immer noch supermondän verwöhnen lassen im Schlosshotel und Restaurant. Ronny, die absoluten Highlights bei dir im Schloss, was sind sie? Rittertafel zum ersten. Ne? Also Rittertafel, total klasse für Jung und Alt, ist ein kulinarisches Highlight mit einer schönen Umrahmung, schön zünftig. Und als nächstes natürlich Candlelight immer. Ach, wie wir hier so richtig schön am Tisch. Absolut romantisch. Ne? Romantisch natürlich, entweder im Restaurant oder oben auf dem Turm. Danach in die Suite, in der Suite natürlich, schöne Übernachtung. Und dann hat man natürlich einen wunderschönen Abend. Vielleicht das perfekte Geschenk. Ja, zum Beispiel zum Valentinstag. Hm? Ob sich der Winter noch mal blicken lässt in Sachsen. Ich meine, so richtig mit Eis und Schnee und allem, was dazugehört, da streiten sich sogar die Wetterfrösche. Aber hier im Schloss Wurzen versteckt er sich noch bis mindestens Ende Februar. Und mit einem Glühwein, Kräppelchen und einer Bratwurst kommt sogar so ein bisschen Winterurlaubsstimmung auf. Mmh. Von mir 2 Daumen hoch. So, Leute. Jetzt ist es an euch. Wo habt ihr vielleicht den Winter gefunden? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Und für mehr Freizeit-Tipps, Entdecker-Clips und Checker-Trips, abonniert am besten unseren Channel. Also, hier unten, zack, bumm, Glocke. Und habt ihr noch Lust auf das nächste kleine Mikroabenteuer? Dann klickt doch einfach mal hier oder hier. Alles Gute vom Hut. Tschüss.